Hallo Leute, ich weiß, es gibt viele junge, ambitionierte Sportler, die entweder zu jung sind, ins Fitnessstudio zu gehen, so wie ich damals mit 14, nicht das nötige Kleingeld haben oder weil sie den Ostblock Calisthenic Vibe genauso fühlen, wie ich es tue. Und weil aktuell auch so gutes Wetter ist, möchte ich nur ungern in dieses verschwitzte Fitnessstudio Puma-Gehege gehen. Also habe ich angefangen, auf den Calisthenics-Plätzen, vielleicht sind es auch Kinderspielplätze, die immer leer sind, zu trainieren. Deswegen kommt hier das Video Muskeln aufbauen ohne Fitnessstudio. Und am Ende des Videos zeige ich euch einen Trainingsplan, wie ihr einen ausgewogenen und muskulösen Körper aufbauen könnt. Danach könnt ihr euch ungefähr richten und dann klappt's auch. Ihr braucht übrigens keine zusätzlichen Gewichte. Ihr benutzt einfach einen Rucksack, falls euch diese Übung zu leicht ist, und nehmt irgendwelche Sachen, um es schwieriger zu machen. Zum Beispiel eine 1,5 Liter Wasserflasche wiegt 1,5 Kilo. Ihr macht die Mathematik jetzt. Auch einfach mal mitdenken beim Training. So, Gehirnsport. Falls ihr übrigens in der übelsten Pampa wohnt und keine Klimmzugstange irgendwo draußen habt, dann kauft euch eine so eine für einen Türrahmen, die ihr dann einfach einhängen könnt. Yay! Oder bohrt euch eine an die Decke, so wie ich es damals in meinem alten Zimmer gemacht habe. Meine Mama ist übrigens gar nicht gefeiert, weil ich ihr nicht davon erzählt habe. Meine Schwester hat jetzt das Zimmer von mir übernommen, nachdem ich ausgezogen bin. Und hat jetzt eine Klimmzugstange drin, auch übrigens hängen. Yay! Gut gemacht. Zu den Trainingswiederholungen. Ihr macht immer so viel wie es geht, also ihr kommt so nah ans Muskelversagen wie eigentlich nur geht. Sollte euch eine Übung zu leicht fallen, nehmt ihr diesen Rucksack. So als Richtwert könnt ihr sagen, ab 20 Wiederholungen, die ihr schafft, ist es definitiv zu leicht. Und Achtung, ihr dürft keine Angst haben bei der Ausführung dieser Übungen. Auch wenn ihr irgendwas falsch macht, vom Nichtmachen werdet ihr nicht besser. Denkt immer daran. Fangen wir doch einfach mit dem Brusttraining an. Beim Brusttraining kommt ihr wirklich nicht drum herum, einfach nur Liegestütze stumpf zu machen. Ihr drückt euch einfach vom Boden ab und macht die ganze Zeit Liegestütze. Und wenn es euch irgendwann zu leicht wird, macht ihr es mit Explosivkraft. Irgendwann könnt ihr es mit Klatschen, irgendwann drückt ihr euch einfach noch hoch vom Boden. Woran ich aktuell ein bisschen arbeite, sind Archer-Push-Ups, weil da habt ihr noch so einen kleinen Butterfly-artigen Widerstand und die sind ziemlich anspruchsvoll. Also für alle fortgeschrittenen Gym-Bunnies, das ist auf jeden Fall eine gute fortgeschrittene Übung, ansonsten Push-Ups ballern, ballern, ballern. Dips sind übrigens auch eine hervorragende Übung. Die trainieren den ganzen Brustkorb, aber ein bisschen mehr die untere Brust. Falls euch Dips zu schwer sein sollten, dann macht ihr einfach negative Dips. Das heißt, ihr springt hoch und lasst euch langsam runter. Das heißt, ihr nehmt die negative Bewegung mit und irgendwann seid ihr stark genug, um einen ganzen Dip auszuführen. Sobald ihr fit in diesen beiden Übungen seid, könnt ihr einfach diese Liegestütze und Dips spammen und eine richtig dicke Putenbrust aufbauen. Hier sind meine Lieblingsübungen für die Beine. Oh je, Mini, die Beine. Die Beine zu trainieren ist ziemlich anspruchsvoll, denn es wird tendenziell eher ein großer Widerstand bzw. ein großes Gewicht benötigt, um diese an die Grenze zu bringen. Aber solltet ihr Anfänger sein, sind Kniebeugen mit Eigengewicht und vertikale Strecksprünge mit maximaler Beschleunigung die optimale Lösung. Die maximale Stoßkraft ist nämlich der maximale Widerstand, den ihr halt bringen könnt, und das sollte für den Muskelreiz ausreichen. Das verbessert eure vertikale Sprungkraft. Seid ihr etwas fortgeschrittener, könnt ihr Pistol Squats machen. Anfangs sollten die zu schwer sein, haltet euch irgendwo fest und geht die ganze Zeit hoch und runter. Sollte irgendwann mit Festhalten zu leicht sein, könnt ihr es einfach ohne machen. Die nächste Übung ist eine Isolationsübung und ein Äquivalent zum Beinstrecker im Fitnessstudio. Und zwar CC Squats. Hier empfehle ich euch, euch irgendwo festzuhalten und die Hilfe dosiert einzusetzen, weil viele schafft man davon nicht. Die Beinrückseite, also Po- und Beinbeuger, könnt ihr gut mit einbeinigen Hip Thrusts ausführen. Denkt daran, den Pfirsich oben in der Kontraktion einmal richtig doll anzuspannen. Auch eine gute Übung sind Bulgarian Split Squats, die trainieren das gesamte Bein. Aber ich mag es nicht so, die auszuführen, weil es gibt so ein komisches Druckgefühl auf der Vorderseite meiner zarten Füße. Die Übung ist bestimmt angenehmer auf irgendeiner Couch mit weichen Polster auszuführen. Und wer keinen Bock auf dieses ganze Balanciergedöns hat, kann auch einfach richtig maximal schnell sprinten. Ich persönlich habe immer einen richtig schnellen Sprint mit einem schweren Satz Kniebeugen verglichen. Weil, habt ihr schon mal einen Sprinter mit richtig dünnen Beinen gesehen? Ich glaube nicht. Weil Sprints sind immerhin Maximalkraft und Maximalkraft macht maximal dicke Muckis.
zu guter Letzt leider die Wade. Meine Heuschreckenwaden wachsen nicht durch gewöhnliches Training. Ich habe es 6-7 Jahre versucht, aber vom Nichtmachen werden sie auch nicht dicker. Es ist Wadenheben und auch oben die konzentrische halten. Also macht es euch so schwierig wie nur möglich. Ansonsten hilft nur beten, falls ihr dickere Waden wollt. Rückentraining. Das ist ziemlich stumpf. Das heißt, ihr macht einfach Klimmzüge in jeglichen Variationen, bis es nicht mehr geht. Falls ihr nicht in der Lage seid, einen Klimmzug zu machen, ist es gar kein Problem. Dann macht ihr genau das gleiche wie bei Dips. Dann macht ihr einfach diese Negativbewegung und dann springt ihr hoch und lasst euch langsam runter. Das ist auf jeden Fall anstrengend genug, um eine stabile Grundmuskulatur aufzubauen. Je breiter ihr beim Klimmzug greift, desto weniger Bizeps wird mittrainiert, weil der Winkel größer wird. Der Teres Major muss mehr arbeiten und der Bizeps weniger. Irgendwann ist man dann auch stark genug, um ein Muscle-Up zu können. Aber davon werde ich jetzt nicht erzählen, weil ich selber noch nicht so gut daran bin. Und ich mag es nicht, über Dinge zu reden, die man selber noch nicht so ganz beherrscht. Der Latissimus wird absolut gut bei den Klimmzug-Varianten mittrainiert. Wenn ihr jetzt auch noch enges Rudern mit einbaut, dann hält euch eigentlich wirklich nichts vom Latissimus-Wachstum ab, weil dann habt ihr jede Bewegung mit abgedeckt. Was dann aber noch fehlt, ist die Rückenmitte, also die Rhomboiden. Diese Rückenmitte trainiert ihr am besten mit breiten Rudern. Die trainiert ihr am besten, wenn ihr mit abgespreizten Ellenbogen euch irgendwo heranrudert. Da müsst ihr irgendwas finden, das ihr einfach vertikal bzw. horizontal irgendwo euch ablegen könnt und euch hochzieht. Das kann ein Tisch sein oder wie in meinem Fall jetzt diese Griffe. Das war's dann aber auch eigentlich für den V-Rücken. Und das Sonnenstudio spart man sich damit auch meistens. Brust, Rücken abgedeckt. Schultern und Arme. Die Schultern trainiert ihr am besten mit vertikalen bzw. vorgebeugten Liegestützen. Je vertikaler euer Oberkörper zum Boden steht, desto besser trainiert ihr die Schultern bzw. schwerer macht ihr die Übung. Für die Profis gibt es dann Schulterdrücken oder Liegestütze in Handstandposition. Aber bin ich selber noch nicht so gut drin. Jetzt kommt auch der Rucksack zum Einsatz. Für die seitlichen Schultern nämlich. Und zwar müsst ihr unbedingt die seitliche Schulter isolieren. Die seitliche Schulter kommt nämlich leider viel zu kurz bei diesem Calisthenics-Training. Das heißt, ihr nehmt euren Rucksack und macht seit eben für Kanonenkugel Schultern. Auch da macht ihr einfach schwer. Übrigens könnt ihr mit dem Rucksack auch nicht nur Seitheben machen, sondern auch Butterfly Reverse bzw. vorgebeugtes Rudern. Zum Trizeps. Dieser wird von Liegestützen und Dips ziemlich gut abgedeckt. Wer seine Belastung aber für den Trizeps erhöhen will, kann Angela Merkel-Style Diamond Push-Ups machen. Wir schaffen das. Diese Übung macht das Leben ziemlich schwer. Es geht im Prinzip eigentlich nur darum, Oberarm und Unterarm so nah wie möglich aneinander zu bringen und wieder wegzudrücken. Für den Bizeps, also ich predige eigentlich immer nur enge Klimmzüge. Das ist wie ein Bizeps-Curl und es ist super hart. Also macht nur enge Klimmzüge. Auch in der negativen, falls diese zu schwer sind, lasst euch einfach runter und der Bizeps wird super beansprucht. Ansonsten könnt ihr auch den Rucksack nehmen und einfach Bizeps curlen, bis der irgendwas kommt halt. Wer den absoluten Popeye-Look haben möchte, kann Bizeps curls machen oder auch einfach die Tricep Single Arm Extensions ausführen. Aber ich persönlich isoliere die Arme jetzt nicht. Das war's an der Ende. Bauch. Mach dir keine Hanging Rack. Digga, was ist das für ein Zungenbrecher? Solltet ihr keine Hanging Leg Raises können, macht keine Hanging Leg Raises. Macht das stattdessen irgendwas anderes. Oder macht Hanging Leg Raises, aber mit angewinkelten Beinen. Das ist gut. Ansonsten könnt ihr den Bauch mit verschiedenen Arten von Sit-Ups trainieren. Russian Twist, diesen Marienkäfergedöns oder rudert euch einfach den Bauch kaputt. So, das war es erstmal mit der Übungsvorstellung und jetzt kommt noch mein Trainingsplan, den ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann und viel Spaß beim Ausführen. Yes, und ihr könnt das Ganze auch gut antagonistisch trainieren im Supersatz. Das heißt, ihr macht Dips und dann Klimmzüge. Das heißt Brust und Rücken, Bizeps, Trizeps. Ja, damit spart ihr euch viel Zeit und kommt ein bisschen mehr ins Schwitzen, verbrennt mehr Kalorien und habt einen geileren Pump. Let's go, das kommt richtig cool im Oberkörper frei, dies, das und so, ihr wisst Bescheid. Und nimm das Ganze nicht so ernst, hab einfach Spaß an der Sache. Hör Musik über Lautsprecher, genieß die frische Luft und das gute Wetter. Jedes gute Wetter übrigens. Viel Spaß beim Muskelabbau, ob zu Hause oder im Calisthenic Park. Okay, danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Ciao.